Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, es ist jetzt circa 20.20 Uhr und wir sehen, naja, seit gestern, vorgestern massive Phänomene am Himmel. Die Tage davor war der Himmel schön blau, man konnte die Abendsonne sehen, vielleicht so ein paar abendliche Wolken, aber jetzt schaut das Ganze irgendwie merkwürdig aus. Was sehen wir hier? Was soll das sein? Streifenwolken, Zirruswolken, Fantasiewolken, Schleierwolken, Schmierwolken, was ist das? Was soll das hier sein, was wir hier sehen? Was sind das für Wolkenphänomene? Gut, ich beobachte das schon seit ein paar Jahrzehnten, hat mich immer wieder fasziniert, damals hatte ich wenig Antworten, heute sehen wir, was wir sehen. Aha. Wir sehen hier, das schaut aus wie mit einem Pinselstrich hingemalt, gell? Schaut interessant aus, ja? Und hier überall sehen wir dünne, feine Wolkenfelder. Hier sehen wir, das schaut so aus wie ein Fußabdruck, ja? Wie so ein Stempel. Spannend, gell? Wir sehen hier überall Phänomene. Ich schaue, dass er es schnell mal scharf stellt. Wir sehen hier überall Phänomene, die es an sich nicht geben kann, weil Zirruswolken haben wir im Winter, wenn es kalt ist. Das sind keine Zirruswolken. Wir wissen, was das ist. Alles Leben ist Chemie, glaube ich, frei nach Lavoisier. Ja, sehr spannend, was sich hier oben abspielt. Wir haben hier ein Phänomen, welches sich künstliche Klimaerwärmung nennt. Und zwar wird gezielt über städtischen Gebieten ein Wolkenhauberl aufgesprüht. Und dieses Wolkenhauberl verhindert sozusagen die Wärmeabstrahlung in der Nacht, sehr perfide, oder? Sehr perfide. Ah ja, sie müssen ja die apokalyptischen Reiter für uns vorsimulieren. Das heißt, ich rechne daher, dass es auch mit, ja, ich meine, in den nächsten Tagen wird es bei uns auch zu Waldbränden kommen. Nona nicht, ist ja logisch, oder? Ist ja alles bei Design. Wenn die Meere versiegelt werden, weil kaum noch Wasser oder weniger Wasser verdunstet, wenn hier die Abstrahlung verhindert wird, und wenn die meisten das als Verschwörungstheorie bezeichnen und wenn diejenigen, die sich als Umweltschützer bezeichnen und in der Regierung sitzen, das nicht einmal ignorieren, ja, wie schaut es dann aus? Dann haben unsere Freunde, wie man so schön sagt, freie Hand. Aber wie gesagt, in den letzten Tagen sehr merkwürdige Phänomene. Ende.